Okay, wir müssen jetzt irgendwie, wenn ich es richtig verstanden habe, den Arm in den Kessel werfen. Also Daniels Arm in den Kessel. So habe ich es jetzt zumindest gerade verstanden. Das heißt, theoretisch haben wir jetzt eine Möglichkeit gefunden, wie wir jetzt weiterkommen. Also in den Keller oder was auch immer das da unten war. Ich schreie zum Glück nicht. Nee, ich schreie nie. Ich bin keiner, der gerne und viel schreit. Ich finde das immer schrecklich, wenn man sich irgendwelche YouTube-Videos anguckt und die Leute... Finde ich immer schrecklich. Außerdem habe ich einen Limiter drin, dass ich nicht übersteuere. Also es kann nicht passieren, dass ich zu laut werde. Theoretisch. So. So, das Fliegeviech ist plot. Wunderbar. Wunderbar. So, warten. Und du haust auch nochmal drauf auf das Ding. Bam. Und da ist auch das Ding kaputt. Wunderbar. Schön, schön. Gut. Vielleicht gibt es wieder ein Level ab. Mal schauen. Waren ja drei Gegner. Könnte ein bisschen was bringen. Yes. Okay. So. Sie hat nur sehr, sehr wenig HP, finde ich gerade. 3000. Ich baller jetzt einfach mal alles in meine HP rein. So, er hat auch nochmal ein Level ab. Sehr schön. Ich packe noch was in Bewegung und zwei in Stärke. Machen wir noch ein bisschen mehr Damage. So, dreimal ein Heilmittel und einmal römische Nüsse. Nüffe. Welche Nüffe? So, wo war das jetzt nochmal? Warte mal, jetzt muss ich, glaube ich... Ach, jetzt muss ich wieder den Ofen runterklettern. Alles klar, gut. Muss ja gerade mal überlegen, wohin. Aber jetzt müssen wir da runter. Okay, ich könnte mir jetzt gerade vorstellen, dadurch, dass wir ja jetzt den Arm von Daniel haben, wir haben zufälligerweise auch noch die Pulle mit dem Blut, dass wir theoretisch beide Sachen brauchen, um Elaine sozusagen hervorzulocken oder irgendwie sowas. Vielleicht ist das jetzt quasi... Es sind ja zwei Ingredienzien, die man theoretisch in diesen Topf da reinwerfen muss, um sie sozusagen zu opfern. Gucken. So, was? Ich sehe schon bald 9000 HP und die Gegner hauen dich mit 10 HP an. Na, seid ihr dem mal nicht so sicher? Ich könnte mir vorstellen, dass da noch Bossgegner kommen. Also wie gesagt, ich gehe fast von aus, dass wir nicht mehr sehr weit vor dem finalen Bossgegner sind. Weil ja alles quasi schon mehr oder weniger darauf hinarbeitet. Dass wir hier gleich ordentlich auf den Sack bekommen. Also, das war bisher alles immer nur Kindergarten. Ja, mal gucken. Ah, guck mal, jetzt komme ich rein. Wunderbar. Sakristei, Erdgeschoss. Ich sag jetzt nichts über Sack, ne? Sag ich jetzt nicht. Ich lasse mir jetzt keinen blöden Spruch über irgendwelche Säcke aus den Rippen leihen. Nein, nein, nein. Auf das Niveau begebe ich mich jetzt nicht. Nein, nein. Mir fällt auch gar gerade keiner ein gerade. So, Überschreiben beendet. Weiter geht's. Okay, da vorne steht ein Apparillo, wie es aussieht. Oder? Was ist das? Was bist du? Du siehst sechs Puppen. Die unteren vier scheinen beweglich zu sein. Möchtest du die erste Puppe bewegen? Möchtest du die zweite Puppe bewegen? Nein? Die dritte? Nein? Die vierte? Ja. Du hörst etwas aus dem Nebenraum, das sich wie das Aufsperren eines Schlosses anhört. Okay, das war jetzt nicht so schwer. Nee, guck mal, Olli, guck mal unten unter der Stream-Beschreibung. Da gibt's, das Code gibt's nicht mehr. Den Command gibt's nicht mehr. Steht auf jeden Fall unten. Ich glaube, Ausrufezeichen Quote ist es. Ja. So, hier liegt noch was. Was ist das? Römische Nüffe. Ja, nehme ich mit. Römische Nüffe mitgenommen. Ah, hier liegt noch was, guck mal. Pistolenmunition, sehr schön. Kannst nicht mehr Gegenstände. Ah! Ich kann nicht mehr Gegenstände mitnehmen, okay. Gucken mal, ob wir vielleicht irgendwie was wegschmeißen können. Ausrüstung. Die Teles kann ich doch eigentlich wegwerfen, ne? Beide. Oh, jetzt hat sie auch gleich beide weggeworfen. Ups. Pistolenmunition. Ja, nehmen wir mit. Okay, haben wir. Ist hier noch irgendwo was Schönes? Vielleicht? Nee, geht. Also das, was du meintest, Olli, ist Ausrufezeichen Quote. Also Zitat, Englisch. Ne?
Das ist, ja. So, okay. Da noch mal einen Schluck getrunken. Und dann gehen wir mal da rein. Noch mehr Muni. Flintenpatronen. Ja. Mitgenommen. Okay, ich wollte ja nachladen, fällt mir gerade ein, ne? Ausrüstung. Flintenpatronen benutzen. Nee, Gewehrmunition. So. Okay. Ist hier irgendwie was? Nein. Ein Gegner. Ein Gegner greift an. Neue Gegner. Cool. Ein Skorpion und was ist das da links? Was stellt das dar? Was ist das? Oh. Keine Ahnung. Er sieht auf jeden Fall komisch aus. So. Hau mal rein da. Vorbei? Wie? Aber er ist vergiftet. Wenigstens etwas. Okay. Bisschen mehr über 2000 Damage gemacht. Nicht verkehrt. So. Ich hoffe mal, dass ich ihn jetzt tot mache. Wie vorbei? Was soll das? Hä? Hey. Du Lump. Was das darstellt. Hui. Oh, macht doch gut Damage. Was auch immer du bist. Sieht aus wie so ein Gehirn mit irgendwelchen Tentakeln dran. Kann das sein? Oh, er ist nochmal dran. Ist aber nicht nett. 120 Damage. Nicht, dass wir jetzt wieder diesen doofen Bug haben. Hey, bleib mal hier, du. Kackvieh. Ach, sie kann nicht angreifen. Oh. Oder? Muss ich jetzt einfach erstmal weglaufen? Ist das so? Ja, okay, ich stand im Weg. Nein, falsch! Verdammt! Okay. Aus Versehen den Falschen angegriffen. Boah, ey, das Ding macht aber auch gut Damage. Dafür müsste dann mindestens ein Level-Up drin sein. Mindestens eins. Bleib mal hier, du. Okay, na gut, wenn du nach da hinten gehst, ist das mir nur recht. Weil dann kann ich hier nämlich links das Viech angreifen. Sehr gut, damit ist der tot. Ah, oh, James Keule hat sich hochgelevelt. Klingt falsch. Das klingt einfach nur falsch. So, komm, bam. Das gibt's doch gar nicht. Er hat wahrscheinlich einen Panzer, der ihn davor schützt, physischen Schaden zu nehmen. Macht aber keinen Sinn, weil Kugeln sind ja auch physische Objekte. Ha. Sehe ich nicht ganz. Aber okay, gut, dass du rüberläufst, dann brauche ich nicht mit Kudelka nochmal irgendwo anders hinzugehen. Ey, dass die immer zweimal dran sind. Voll in der Kram. Ey, 417 Damage, bist du nicht ganz knusper im Kopf oder was? Reicht's aber. Hallo? Okay. Und alle drei stumm. Yippie. Alle drei können keine Magie wirken. Ist egal. Gegner ist platt. Freitag ist kein Stream, Olli. Freitag bin ich nicht da. Aber ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Nächste Woche dann. So. Wir machen nochmal zwei auf Consti. Zwei auf Consti und ach komm, ich hau alles rein in die Consti, um mehr HP haben. So, er hat schon 6400 HP. Ich glaube, das ist eigentlich ganz gut, ne? Er kriegt nochmal 3 auf Bewegung, dann sind wir wenigstens auf 20, einen schönen runden Wert. Und einen noch auf Stärke. So. Ja, bis nächste Woche. So, okay, gucken wir mal. Eine Tür. Und links und rechts irgendwelche aufgebahrten Leichen, wie es mir aussah. Ich überlege gerade einfach mal zu heilen. Ja, ganz gut, ne? Können wir eigentlich mal machen. Objekte.
Muss noch mal gucken, ob ich noch irgendwas... Mach den Brot eigentlich noch mal heilen, ne? Ja, bringt nichts. Okay. Ist hier irgendwie... Kann man hier irgendwie was... Nee. Sah so aus, als wenn man da irgendwie was machen kann. Nee, geht nicht. Okay, na dann. Ich weiß nicht, was uns dahinter erwartet. Okay, wir können hier speichern. Also ich glaube, bevor jetzt irgendein Monstrum kommt, kommt immer diese Meldung, es könnte gefährlich werden. So. Fast immer kommt die. Nicht immer. Wir gucken mal. Das sieht so aus, als wenn es hier nach links geht. Oh, in allen vier Richtungen. Ah, dann gehe ich lieber erstmal nach rechts, ha? Keine Ahnung. So, da ist eine Tür. Oh. Was ist das? Was erwartet uns hier wohl? Hier ist auf jeden Fall... Hä? Es scheint etwas im Schatten zu sein, aber du kannst es kaum erkennen. Wenn du eine Kerze anzünden würdest... Möchtest du die Kerze anzünden? Ja. Der Raum wird erleuchtet, als du die Kerze anzündest. Du hast ein letztes Streichholz verbraucht und wirfst deshalb die leere Zunderbüchse weg. Hä, da war noch mehrere drin. Na gut, von mir aus. So, möchtest du den Gegenstand mitnehmen? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Sieht aus wie ein Schwert. Ist ein Schwert, oder? Lebenssauger mitgenommen. Sowas auch von Dyson gibt? Die Kerze brennt. Lebenssauger. Aha. Eine neue Waffe. Objekte. Ausrüstung. Nein, Waffen. Gucken wir mal gerade. Lebenssauger. Eine nekromantische Klinge, die demjenigen, der sie benutzt, auf Kosten seiner Lebensenergie große Kampfkraft verleiht. Aha. Okay, also das Ding saugt dir persönlich Lebensenergie ab, um dem Gegner zu schaden. Okay. Finde ich jetzt nicht unbedingt toll. Naja, gut. Ich gucke mal gerade, ob ich irgendwas vielleicht wegschmeißen kann. Teufelshorn, Armbrust, Keule, Gewehr. Ich glaube, die Keule kann ich wegschmeißen, oder? Ich heb lieber einfach alles auf. Ich bin gerade unschlüssig, was sowas angeht. Ich möchte jetzt nicht unbedingt irgendwas wegwerfen. Da ich nicht weiß, was als nächstes kommt. Das mache ich nicht. Das Risiko gehe ich gerade lieber nicht ein. Wir speichern nochmal, weil wir das gerade gelöst haben. Ach ja, wir haben ja einen Platz frei bekommen, dadurch, dass wir die Streichhölzer benutzt haben. Ja. Stimmt. So. Mal überschreiben. Ja. Muss dann gleich nochmal auf der Karte gucken, was jetzt der sinnvollere Weg wäre. Geradeaus oder nach links? Ich glaube mal eher geradeaus. Guck nochmal gerade. Moment. Ich glaube geradeaus, also nach links jetzt quasi in den Raum, nicht nach unten, wäre der sinnvollere Weg. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber ich glaube... Weil das andere ist wahrscheinlich da, wo wir weiterkommen. Vielleicht ist da auch zu, weiß ich gar nicht. So, geh jetzt erstmal hier rein. Etwas stimmt hier nicht. Okay. Kampf. Ein Bosskampf. Na, da bin ich ja mal gespannt. Oh. Freunde, es wird spannend. So eine Kackschabe erstmal noch. Hallo, ich bin auch noch da. Scheiß Vieh. Willst du nochmal die 5 Minuten Fame abgreifen hier, oder was? Meine Güte. Blödes Schabenvieh. Angreifen kann ich nicht, ne? Nee. Hey. Kriegst du nochmal so einen lächerlichen Kampf reingedrückt, bevor der Boss kommt? Yippie. Hier. Rums. Weg mit dir. Vielleicht gibt's nochmal ein Level, aber ich glaub's aber nicht. Ich glaub es nicht. Und? Gibt's dafür irgendwas? Nein. Wer hätte es gedacht? Boss Time. Oh Mann. Ich hab Angst. Ich hab bis jetzt eigentlich nie Angst gehabt bei solchen Kämpfen. Aber jetzt kommt der Boss. Oh. Oh, was bist du denn? Bist du hässlich? Ah.
Okay, mach das mal nicht so viel Damage. Na gut, bewegen wir uns mal auf S zu. Kommen, glaube ich, nicht bis hin, wie es aussieht. Oder? Nee. Muss ich warten. Da muss ich das Blut schon im Kopf anstauen. Ja, so ein bisschen wahrscheinlich, ne? So. Was machst du so hier? Oh, abhängen. Okay. Ja, gut, 1700 Damage. Ist schon mal nicht verkehrt. Die meisten Gegner haben irgendwie, also Bossgegner haben irgendwie so 6, 7, 8000 HP. Nur die Frage, in welchem Kopf sich das Blut anstaut. Wahrscheinlich nur unten dem, ne? Der hat ja irgendwie gefühlt mehrere. Oh. Ja gut, das war jetzt nicht so viel Damage. Ja, ich kann noch nicht angreifen. Achso, ich muss noch einen Schritt hinlaufen. Ich stehe noch eins zu weit weg. So, jetzt aber. Komm schon, an. Komm, was? Vorbei? Verdammt. Aua. 460 Damage ist schon ordentlich. Ich wollte nachladen, ne? Ich gehe mal zwei Schritte nach vorne. Ich glaube, das Ding kann sich ja nicht wirklich bewegen. Außer, dass er mir immer eine klatscht mit 431 Damage. Das ist nicht nett. Na, warte nur. Du kriegst wieder eine vom Pelz. Rums. Wieder vorbei? Wieso? Hä? Wieso vorbei? Hab doch eben noch Damage gemacht. Budelkas Waffenlevel hat sich erhöht. Da wird doch mal Zeit, oder? Au! Reicht aber langsam. Schon wieder vorbei. Das gibt's doch gar nicht. Ich hab doch eben getroffen. Hä? Boah, 697 Damage. Bist du nicht ganz knusper, du scheiß Vieh? Nach der mal zweimal angreifen. Wie der Angriff klingt, klatsch. Ja. Pass auf, wir machen mal Magie. Ich würde mal Megalith ausprobieren. Mal gucken. Vielleicht irgendwas bringt. Wieder eine geklatscht. So, mal gucken, ob Megalith was bringt. Also mehr als unsere normale Knarre. 333 Damage nur. Okay, das ist ja nicht viel. Immerhin, es macht Damage, ne? Muss auch unbedingt den Edward gleich mal heilen. Oh oh. Oh. Ah gut, das Ding macht nicht viel damit. Okay. Darf ich jetzt auch noch mal oder greifst du jetzt noch ein paar Mal hintereinander an? Nicht mal in den Bildschirm rein, das fette Vieh, ne? Oh, ja, nochmal 1000 Damage gemacht. Das war nicht verkehrt. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. So, warten. Mann! Ich muss mich unbedingt mit Edward heilen. Ey. Echt nicht nett. Wir sind beide gelähmt, deswegen kann ich nichts machen mit denen. Alles klar. Heilung auf jeden Fall mal. So. Mann, ist jetzt gut! Klatscht mir jedes Mal eine, der Penner. So. Einmal heilen. 900 nur. Oh. Okay. Ja, bringt nicht so viel. Oh. Warten. Ey, jetzt reicht's aber! Eine zu klatschen, das tut weh. Ja, toll.
ist schon wieder die Hälfte wieder abgezogen von dem, was ich gerade geheilt habe. Yippie. Ey, es ist jetzt gut? Hallo? Ich möchte auch mal wieder angreifen. Ey, das ist doch nicht normal, oder? Beide gelähmt. Ich probiere mal Feuer auf das Vieh. Ich habe keine Ahnung, ob es was bringt. Schwierig. So, einmal angucken. Auch nur 300 Damage. Ey, dann kann ich echt drauf schießen. Nochmal. Na, das könnte jetzt... das könnte schwierig werden. Zum Glück haben die so viel HP, ne? Au. Aber wenn die sich nicht wehren können, weil sie die ganze Zeit gelähmt sind, ist auch scheiße. So, jetzt müsste Edward aber eigentlich gleich down gehen. Ja, jetzt hat er nicht mehr viel HP. Wieder gelähmt. Versteh das nicht. Wie war das nochmal mit den Nüssen? Wo sind die? Achso, das war glaube ich nur heilen, ne? Oder wiederbeleben. Meine ich. Was ist denn das nochmal? Griffrolle Wasser. Probiere ich mal aus. Damage. Und ich glaube, es ist tot. Bewegt sie nicht mehr. Ja. Es ist tot. Okay. Das war effektiv. Das war sehr effektiv. Hoppala. Also wenn das nicht mal ein paar mehr Levels jetzt gibt, ne? Das, ja, sie hat wieder nur 3600 HP. Das ist doch lächerlich, was die Frau hat. Hä? So, okay. Und noch ein Level. So. Okay. Edward. So, Stufe 80. So. So. Er hat auch noch ein zweite. So, und das zweite baller ich mal hier in die Dingens rein. So, was bekommen wir? Eine leichte Armbrust. Gut. Boss gelegt. War gar nicht so einfach. Aber dank diesen Items, was wir da noch hatten, gerade so nochmal Glück gehabt, sozusagen. Ne? Also hätte ich das Item nicht gehabt, wäre es, glaube ich, ein bisschen schwieriger gewesen. Ja, keine Ahnung. Vielleicht musste ich das auch an der Stelle benutzen, weil es war ja diese Schriftrollen-Dings halt eben. Ich konnte das nirgendwo anders benutzen. Keine Ahnung. Na gut.